dass er technisch durchdacht ist und funktioniert. Und da funktioniert ein Bärchen oder ein Einhorn oder ein Regenbogen, der kommt nicht auf meine Klamotte. Das gibt's nicht. Das machen wir nicht. Okay, da kann ich mich nie mit anfreunden. Sie brauchen dringend mehr Platz zum Produzieren. Und eigentlich hätten sie den ja auch, im alten Kuhstall. Zwei davon gehören zum Anwesen. Ich würde gerne halt hier das Dach in Ordnung bringen, einen vernünftigen Estrich machen und dann könnten wir hier halt produzieren. Das Ding ist, ich brauche hier, weil wir sind im Außenbereich, da brauche ich muss eine Umnutzung machen, weil das ist ja hier landwirtschaftlich genutzt, sieht man ja, das sieht man ja, okay? Da brauche ich also eine Umnutzung und die Umnutzung findet auf dem Formular vom Bauantrag statt. Das heißt also, es ist ein Bauantrag und ein Bauantrag im Außenbereich, der wird erstmal abgelehnt. Jetzt soll das Amt Neukloster den Flächennutzungsplan ändern. Dann soll die Gemeinde einen Bebauungsplan machen und dann kann ich einen Bauantrag stellen. Verstehst du? Aber die ganzen Planer, die sich natürlich darüber freuen, über die Regelung, ne, die bezahle ich. Kann ich aber nicht. Ich meine, ich habe ja auch keinen Dukatenesel, der Geld scheißt oder was. Wie stellen die sich denn sowas vor? Das ist ganz einfach. Politischer Wille ist nicht da, dass ich hier produzieren kann. Weißt du, was die zu mir sagen? Die sagen zu mir, wir wollen die Zersiedelung des ländlichen Raumes aufhalten. Hier oben, Alter. Guck doch mal raus. Wenn du hier rausguckst, da kannst du bis zum Horizont, geht ein Feld. Und wenn du an dem Horizont stehst, da kannst du noch mal bis zum Horizont gehen. Ist immer noch das gleiche Feld. Wo ist denn da eine Zersiedelung, bitte? Warst du mal im Münsterland? Meine Frau kommt aus dem Münsterland. Da ist Zersiedelung. Ja, da kann man das so sehen, ja. Aber das ist schön. Das ist eine schöne Landschaft. Und hier ist Agrarwüste. Und wenn einer kommt und möchte halt irgendwelche alten Ställe irgendwie nutzen... Also, tut mir leid. Und dann haben sie mir jetzt einen Verwaltungslotsen zur Seite gestellt. Einen Verwaltungslotsen, der mich durch die Stromschnellen der unteren Verwaltungsbehörde... Ey, Leute, hört euch doch mal selber... Hört man sich also selber zu? Wenn ich nicht mehr mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, ja, dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken, ich habe Bock, die Welt zu verbessern, aber irgendwann muss auch mitmachen. Ansonsten können wir es lassen. Und jetzt sitzen wir da in einer Produktionshalle, nicht genehmigt, illegal, und wir haben einen Haufen solche, also es sind, wir wollen unbedingt, dass die Leute vom Land in die Stadt ziehen. Da haben sie mir angeboten bei Wismar, Der Bürgermeister saß hier neben mir, ne? Da hatten wir einen Termin bei der Landrätin. Da haben sie gesagt, da gehen Sie doch nach Wismar, da haben wir auf der grünen Wiese, da ist eine grüne Wiese, da haben wir ein schön frisches Gewerbegebiet erschlossen, da können Sie eine Metallhalle bauen, da kennen wir auch, die können wir Ihnen einen Flyer geben. Hier, der baut Ihnen da die Metallhalle hin, zack, zack, fertig. Können wir sie noch fördern? Fördern wir ihn noch? Nee, will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Was mache ich denn dann mit dieser Immobilie? Die zerfällt dann, oder was? Wer kommt denn, frage ich mich. Wer kommt denn? Also kann ich nicht begreifen. Ich meine, guck mal hier. Das musst du dir mal angucken. Da hat sich mal einer hingestellt und hat den Stein, der ist ja so nicht gewachsen, hat sich hingestellt mit Hammer und Meißel und hat den Stein hier eckig geschlagen. Vor 200 Jahren. Und da baue ich mir eine Halle auf die grüne Wiese aus Blech. Da muss man schon ein bisschen, bin ich denn irgendwo, wo sind wir denn? Am Abfuck sind wir. Und die Leute, die sowas entscheiden, das sind ja keine Bauingenieure oder so. Das sind Leute, die haben Verwaltung, haben die gelernt. Verwaltung, das sind vom Beruf Verwalter. Die verwalten unseren Reichtum. Am Arsch. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es geht für ein paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und wir machen halt Realwirtschaft. Das heißt, wir haben mit Produkten, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiße ich auf die scheiß Glasfaser, scheiße ich drauf. Ich brauche Platz.
Wir brauchen 5G, brauchen wir. Für die Entwicklung des ländlichen Raumes brauchen wir 5G. Boah, ey, ich krieg eins zu viel.